Bilder aus einem Vorort von Kiew. Die Menschen, zumeist Frauen, Kinder und Alte, versuchen sich in Sicherheit zu bringen vor Putins anrollender Armee. Jetzt sehen Sie, warum wir eine Flugverbotszone brauchen, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Doch die NATO will sich nicht in einen direkten Konflikt mit Russland hineinziehen lassen. CDU-Chef Friedrich Merz hatte ein Eingreifen der NATO bei gezielten Angriffen auf ukrainische Atomkraftwerke vor kurzem noch zur Diskussion gestellt. Jetzt klingt das etwas anders. Ja, wenn das NATO-Territorium durch diesen Krieg betroffen wäre, und das ist gegenwärtig nicht der Fall, dann wäre es ein NATO-Fall, dann wäre es ein Artikel 5-Fall. Aber es ist es noch nicht und wir hoffen auch, dass es so bleibt, dass es kein NATO-Fall wird. Allein die Durchsetzung einer Flugverbotszone wäre der Anfang einer unberechenbaren Gewaltspirale. Jeder Schritt in eine solche Richtung würde von Putin als Intervention angesehen. In der gleichen Sekunde werden wir sie als Teilnehmer des bewaffneten Konflikts betrachten. Es braucht einen mächtigen Vermittler in diesem Konflikt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat sich nun für eine Vermittlung durch China ausgesprochen. Es müsse eine Großmacht sein und Europa und die USA fielen nun einmal aus. China hat enormen Hebel, Einfluss, Wirkkraft. Es ist der letzte Player im globalen System, der die russische Volkswirtschaft einigermaßen aufrechterhalten kann. Und darüber bezieht China durchaus einiges an Einfluss. Fürs Erste hat sich der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan als Vermittler angeboten. Er will als Nächster das Gespräch mit Putin suchen.